Hey ho YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Lesestapel-Video von mir. Diesmal wieder sehr DC-lastig, da die aktuelle Lieferung von der Iggy Moss Collection angekommen ist. Und zu meiner Überraschung war jetzt schon wieder einer von den Premium-Bänden dabei. Es werden insgesamt 3 Stück, die ganzen Blackest Night behandeln. Der erste Band, also alle über 400 Seiten starken Hardcover. Richtig schön aufgemacht, finde ich, mit diesem Schutzumschlag. Und dann den schwarzen Cover. Der erste Band war ja der Sinestro Corps War und es geht halt weiter mit dem Prolog zu Blackest Night. Hier drin ist, soweit ich weiß, die Geburt der Red Lanterns und all sowas, was halt bei Panini komplett in dem Sonderbandformat erschienen ist. Ich habe es alles noch nicht gelesen, ich freue mich tierisch drauf. Ich freue mich dann auch schon auf den dritten Band mit der Blackest Night, die ich zwar schon habe, die Panini-Ausgabe davon, wo irgendwie nur das Hauptevent drin war. Was etwas über 200 Seiten war. Ich habe sie auch irgendwo stehen. Dadurch, dass die Iggy Moss Collection halt die 400 Seiten hat, ist das halt nochmal sehr viel umfangreicher und ich freue mich tierisch drauf, das jetzt weiterzulesen. Dann war noch dabei, diesmal waren nur Sachen dabei, die ich noch nicht gelesen habe und noch nicht kannte. Beziehungsweise in dem Fall kannte ich es zwar, habe es aber nicht gelesen, und zwar Birthday, eine Birthright von Superman, Teil 1 und Teil 2. Ich müsste erst mal nachgucken, wer das geschrieben hat, das weiß ich gar nicht. Und zwar hat das geschrieben, das ganze Ding, Mark Waid hat es geschrieben. Schon mal sehr cool gezeichnet hat das ganze Ding, Landy Francis Yu, was man auch direkt sieht. Ist, soweit ich weiß, das so ein bisschen die Origin-Geschichte. Das ist 2003 bis 2004 erschienen. Die aber kurz nachdem es geschrieben wurde, direkt wieder revidiert wurde durch das Event Secret Origins von Superman, was auch nochmal bei der Collection mit dabei war. Es war vor ein paar Monaten erschienen, habe ich auch noch nicht gelesen. Wobei das hier dann aber tatsächlich die schönere Origins-Geschichte von Superman sein soll. Falls man das Wort als Origin-Geschichte bezeichnen kann, weil was ich hier so auf dem ersten Blick sehe, ist Superman im Kostüm. Also mal gespannt, wie das dann ganze Ding dann abgeht. Ich freue mich sehr darauf, das zu lesen. Und dann eine Sache, die auch direkt von Anfang an angekündigt war, die ich aber auch nicht kannte, die Geburt des Dämons. So von den Covers her ist es auch ursprünglich als Grafik-Novels erschienen, also das ist nie im Heftformat erschienen, soweit ich weiß. Und zwar in 3 Grafik-Novels wurde veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob sie jetzt alle 3 Bände in die Collection reinschaffen oder nicht. Erschienen ist der erste Teil hiervon, ist 77 und 79 erschienen und der hier 92. 77 sieht man auch direkt mal den Cover an, finde ich. Trotz dessen sieht es sehr gut aus und kann sich definitiv sehen lassen. Die Kolorierung sieht zwar sehr alt aus, aber dadurch, dass die Zeichnungen so extrem schattiert sind, hat das ja einen ganz eigenen Flair. Ich freue mich tierisch drauf, das lesen zu werden, beziehungsweise dass ich das lesen werde. Geschrieben hat das ganze Ding Mike B. Barr. Noch nie gehört den Namen. Der zweite Teil von 92 sieht doch demzufolge ein bisschen moderner aus. Allerdings auch echt nur ein bisschen moderner. Sieht so... erinnert schon fast an Alex Ross von den Zeichnungen her, aber auch nur ganz schwach, sage ich mal. Geschrieben hat das ganze Ding Daniel O'Neill. Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Ich weiß auf jeden Fall, dass es hier um Russell Gould geht. Viel mehr weiß ich aber auch über das Ding nicht. Diesmal sehr gute Sachen dabei. Zum Glück mal alles Sachen, die ich noch nicht in meiner Sammlung habe. Es war sehr Batman- und Superman-lastig von den... Wenn die dabei sind, macht das mittlerweile den Sinestro komplett. Es geht dann weiter mit, ich weiß gar nicht, wer als nächstes kommt. Das kann man auch ganz schon gar nicht erahnen. Müsste ich mir das Komplettbild nochmal von angucken. Ansonsten war noch dabei Werbung für den, es gibt noch Sonderbände, die jetzt für Iggy Moss erscheinen. Diesmal ist die Infinity Crisis, davor war die Final Crisis. Und ich weiß gar nicht, was der andere Band waren. Es sind auf jeden Fall mittlerweile schon 3 von diesen Sonderbänden für 25 Euro, die sich definitiv auch lohnen. Los, da ich da, das schon reicht mit den Premium-Bänden und allem dran, habe ich da drauf verzichtet. Den finde ich quasi fehlt mir zwar noch, aber da werde ich dann doch auf die Panini-Version zurückgreifen, weil der Nachteil ist dann halt wieder, dass da wieder so ein Stück Rückenbild dran ist. Deswegen sich da so einzeln zum Band zu holen, ist immer so die Sache. Bei den Premium-Bänden hast du auch insgesamt ein Rückenbild, was jetzt schon fast komplett ist. Fehlt halt nur noch ein Band, finde ich cool in dem Fall, weil ich es in dem Fall auch komplett habe. Und das war's für dieses Mal. Ich würde mal interessieren, ob ihr die Sachen auch gelesen habt und vor allem, was ihr von den Premium-Bänden haltet. Ballert es in die Kommentare rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein.